Woher kommst du? Aus Deptford. Ein Ghetto-Boy, ja? Ich habe meinen Bruder gefragt, warum Peckham so ein Beef mit Deptford hat. Wenn du aus der Ecke kommst, bist du auch einer von denen. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Hallo. Bei dir passiert. Ich dachte mal, andere Begrüßung. Hallo Erik. So, ich dachte, du hast dich irgendwo auf was gesetzt, was irgendwie Hallöchen. Zylinderförmig ist oder so. Was, das musste ich dir erstmal erklären, was zylinderförmig ist. Ja, jetzt weiß ich jetzt. Jetzt kenne ich mich aus. Ja, ja, auch schönen Gruß von mir in die Runde und an die Hörer. Hier ist der Erik und wir haben mal wieder ein buntes Programm für euch, was sich hauptsächlich um Filme dreht, aber auch um ein paar andere Sachen. Wir beginnen gleich mal mit der Sneak Preview, die wir in der vergangenen Woche hatten, denn bei uns läuft ja wieder das Kino und wir hatten auch wieder eine Sneak Preview und da kam der Film, den wir eigentlich die Woche davor schon getippt hatten und den ich auch, glaube ich, für letzte Woche getippt hatte, nämlich Blue Story. Wisst ihr übrigens, wie der in Anführungszeichen deutsche Zusatztitel ist? Ich will es wissen. Gangs of London. Ach so, ja, Gangs of London. Also, ja, aber nur im Deutschen. Gangs of London wollen sie wahrscheinlich so bei Gangs of New York irgendwie ein bisschen abfärben lassen. So diese. Funktioniert halt nicht. Ja. Also, wir hatten das ja, glaube ich, schon angesprochen, als wir über den Tipp gesprochen haben in Blue Story. Der Film ist gedreht von Rap Man, der, wie der Name schon sagt, ein Rapper ist. Und der hat eine Reihe von YouTube-Clips gemacht, wo er so gerappt hat, über die Straßen von London gegangen ist und wo der da irgendwelche Feindschaften gesprochen hat zwischen verschiedenen Stadtteilen und wenn da mal wieder jemand zu Tode gekommen ist in diesen Kriegen und so weiter. Und basierend auf diesen Kurzfilmen, die er gemacht hatte und mehr oder weniger Musikvideos waren das ja, Musikvideos mit viel Erzählerei außenrum. Man kann die sich ja alle auf YouTube anschauen. Damit ist es sehr erfolgreich geworden in England übrigens, ist ja so ein Shootingstar und daraus ist dann eben dieser Film entstanden, wo man gesagt hat, man webt mal diese ganzen Kurzgeschichten, diese einzelnen Begebenheiten mal in ein größeres Gesamtwerk ein und erzählt hier die Geschichte von, ja, so einer Art, welches Musical ist das, oder so zwei Verfeindete irgendwie. West Side Story? War das West Side Story? Romeo und Julia? Ja, das ist wahrscheinlich. Das klingt nach einem. Capulet gegen Dingsbums. Klingt nach einem beliebten Thema, ne? In solchen Sachen. Auf jeden Fall lernen sich zwei Jungs kennen. Also der eine Junge wird von seiner Mutter auf eine Schule in einem anderen Stadtteil gebracht, weil sie sagt: Okay, das ist die Schule bei uns, die ist nicht so gut. Geh da mal lieber dorthin, da kann mehr aus dir werden. Und dort. In dem anderen Stadtteil lernt er einen anderen Jungen kennen und die werden so Freunde und dann macht die Geschichte so ein paar Sprünge auch. Die nimmt uns da nicht ganz so mit. Auf jeden Fall sind sie dann irgendwann größer und der ältere Bruder von dem einen Jungen, den er jetzt neu kennengelernt hat, der ist in so einer Gang oder hat doch irgendwie so eine kriminelle Vergangenheit, saß glaube ich auch mal ein oder so. Und der ist ziemlich in diesem Gang-Thema drin und das färbt natürlich auf seinen jüngeren Bruder ab und irgendwann kommt es dann halt dazu, dass die beiden auf unterschiedlichen Seiten stehen und das geht dann auch nicht gerade zimperlich zu und ja, da kommen Leute zu Schaden und zu Tode und da entbrennt halt dann dieser Gangkrieg und die Story macht da noch ein bisschen mehr auf, dass man auch sieht, okay, das ist jetzt nicht nur von der älteren Generation getrieben und die aktuelle Generation macht das, sondern das wird auch teilweise schon an die Jüngeren wieder weitergegeben und man fragt sich, wie man dann aus dieser Spirale der Gewalt dann irgendwann mal rauskommt. Das ist eigentlich der Film. Das Ganze wird auch wieder getragen von musikvideoartigen Rap-Sequenzen von Rapman, der die Story immer mal so ein bisschen zusammenfasst, die man gerade gesehen hat. Fand ich ein bisschen ja, seltsam, dass er das nochmal so zusammengefasst hat, ohne jetzt mal ein bisschen Ausblick zu geben, was vielleicht kommt, dass man vielleicht ein bisschen da was hört, aber einfach nur nochmal wie so ein Erzähler nochmal zusammenzufassen, was man gerade gesehen hat, ist eigentlich Quatsch. Aber naja. Wie fandet ihr ihn so? Ja. Das große Schweigen wieder.
Nein, aber das, was du gerade kritisierst mit dem Zusammenfassen, das fand ich eigentlich gerade ganz cool. Also das fand ich einen schönen Teil, der dann einfach nochmal so ein bisschen den Background von dem Song einfach auch erzählt, wo es einem vielleicht auch nochmal ein bisschen klarer wird, was in den Liedern da dahinter steckt, ob das dann wirklich immer alles Fiktion ist oder doch wirklich passiert ist, sei mal dahingestellt. Aber das fand ich eigentlich einen relativ spannenden Teil, so oder einen recht angenehmen Teil auch streckenweise, diesen Zusammenfassungsteil nochmal, das Kapitel quasi, was da gemacht wurde, einfach mit einem eigenen Song nochmal oder mit ein paar Zeilen dann zusammenzufassen, um da so ein Gesamtwerk draus zu kriegen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ansonsten, ja, es war, also wenn man das so liest, worum es da geht und was da alles Sache ist, so, dann denkt man erstmal so, oh holla, die Waldfee, was erwartet uns denn da, um Gottes Willen. Aber ich fand es dann schon sehr, sehr interessant. Also, was insgesamt da rauskam aus dem Film, dieses ganze Mix aus dem allen, fand ich schon echt interessant. Klar, schauspielerisch war es jetzt nicht das ist absolut Gelbe vom Ei. Manchmal war es auch eher so ein bisschen so, Also, ja. Es war besser als gedacht, aber vielleicht auch nicht so gut, wie es hätte sein können. Ja, das stimmt. Das ist gut gesagt. Also ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich denke, wir haben durchaus schon schlechtere Filme in der Sneak gehabt, und aber auch schon bessere. Aber ich fand das mit diesen Rap-Einlagen, fand ich auch überraschend gut. Das hat mir tatsächlich besser gefallen, als ich dachte. Ich fand den Film im Allgemeinen ein bisschen fast gar nicht krass genug. Also, das ist klar, dass dieser ewige Kreislauf zwischen diesen Bandenkriegen dargestellt wird und warum, wieso, weshalb. Aber dafür haben sie sich echt ein bisschen zu wenig geklopft. Ja, was soll ich sagen? Er war okay. Es gab halt schon sehr viele ähnliche Filme, hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum. Menace to Society oder Boys in the Hood oder sowas. Und die hatten eigentlich alle eher so eine Story, dass man mit denen irgendwie mitgefiebert hat mehr. Das fand ich jetzt hier eher nicht so. Die Story hat irgendwie zu viele Sprünge, vielleicht auch, weil es auf so einer Kurzgeschichtensammlung da basiert. Ich fühlte mich nicht so richtig mitgenommen teilweise, und dann auch die, ich fand diese Beziehung, die er hat, die er nachher auch, wo danach auch ein bisschen was passiert und so. Ich fand das alles einfach nur nervig. Also auch wie es dargestellt war. Es war halt nicht, bei Menace to Society, da geht es ja auch um Liebe und Romantik, trotz dass draußen der Gangkrieg tobt und so. Und das fand ich aber hier eher so, oh, furchtbar, ey. Oh. Ganz seltsame Darstellung irgendwie. Ja, manches ja. Also ich weiß, dass du dich totgelacht hast über die Knutschszene. Ich glaube, das neue Fachwort, was ich gelernt habe für sowas, ist cringy. Also das war so fremdschämerig, so, weißt du, so. Ach. Und dann wirklich, wie du es gesagt hast, also wo mir das ist mir ein paar Mal aufgefallen, und dann habe ich drauf geachtet, und dann kam es wirklich immer wieder, also die Synchronisation von den Küssen, die war immer so, also richtig so, als würde jemand, weiß nicht, da irgendwas, würde ein Kälbchen trinken oder sowas, ne? Irgendwie die ganze Zeit so ein Schmatzgeräusch da, so. Ich weiß nicht, ob die da ein Soundsample haben. Steht drauf kiss.mp3, und wenn die dann die Synchronisation machen, so, ey, komm, drück mal die Taste hier. Okay, nochmal. Das war so nervig, ey, dieses blöde Kussgeräusch. Kiss.mp3. Verrat doch nicht die ganzen geheimen Tricks hier, das ist ja schlimm. Ah ja. Nee, das fand ich, also, ach, da war ich irgendwie ein bisschen, da war ich raus. Aber was ich mich halt echt gefragt habe, ist, ob das auf den Straßen von London wirklich so zugeht. Oder ob das jetzt halt so, hey, guck mal, was für Gangster wir sind, dass die da wirklich ihre Blocks auch so verteidigen. Das weiß ich eben auch nicht. Also ich war jetzt noch nie in London. Ich kann jetzt das nicht beurteilen. Ich wollte schon immer mal irgendwie mal hin, aber jetzt mit dem Brexit, fuck you, ja, bleib auf eurer Insel da.
Nee, ich könnte mir eher vorstellen, dass so in Pariser Banlieue, wo es halt auch immer mal so Aufstände gibt und so Gangkriege oder halt natürlich USA oder Stuttgart so. Stuttgart-Innenstadt, hallo? Stuttgart natürlich, ganz naheliegend hier, wobei das eher Idioten waren, die da einfach unterwegs waren. Wahrscheinlich irgendwie, die waren zu lange drin jetzt durch den ganzen Corona-Scheiß und jetzt dürfen sie mal wieder raus, kriegen ein bisschen Sonne ab und dann drehen sie gleich durch, wenn sie kurze Röcke sehen und Alkohol trinken. Ich finde das mit Idioten schon gut zusammengefasst. Ja, das sind einfach Idioten. Und an alle, die hier sagen, hier, das waren nur Ausländer, also bitte, das waren drei Leute mit Migrationshintergrund, die verhaftet wurden. Der Rest waren alles deutsche Idioten. Also Idioten gibt es überall, ne? Weil da kursiert ja wieder einiges. Gut, wir sind jetzt abgedriftet hier. Ja, nee, London, habe ich keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht, dass es einfach so nur so hinstilisiert wurde, so, na, wir machen jetzt mal hier eine ganz krasse Gangstergeschichte hier in London. Hier so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade in den Vororten von London, also drin in der Innenstadt, kannst du dir ja Wohnraum kaum leisten. Und da zieht es dich halt weiter raus und je weiter du raus bist, desto günstiger wird es halt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann halt doch etwas die Ärmeren leben. War aber auch alles nicht so richtig nachvollziehbar, diese ganzen Gründe, warum, weshalb, wieso. Was jetzt bei anderen vergleichbaren Filmen ja doch schon eher irgendwie dargestellt wird. So, der hat mal irgendwie den Cousin von dem umgebracht und jetzt, ja, das ist jetzt der Grund, weshalb wir da den Beef haben und so. Aber hier, ich weiß nicht. Na gut, wo dann was passiert, dann wissen wir ja, woher der Drive kommt, aber wo, ja, weiß nicht. Ja, also, seltsam. Ja. Wo der Beef herkommt, finde ich immer gut. Also musikmäßig, das Rapman, ich fand es immer sehr gleich auch, diesen Rap. Da war nie mal irgendwie, es war immer nur so ein, ja, so ein zusammenfassende Erzählung. Ja, wobei so auch da vielleicht auch die Beats, das haben wir ja am Ende des Films, haben wir das ja gesagt, das war jetzt ein sehr, sehr langes Musikvideo. Und deswegen könnte das ja auch passen. Der hat ja da einfach diese Story zusammengefasst und ja. Was mich am meisten gestört hat. Vielleicht auch, dass das Leben dort immer gleich bleibt, als Hinweis. Was mich am meisten gestört hat, war die unsagbare Dummheit von vielen Figuren, die einfach so wirklich völlig stereotyp da. Also. Ja. Ja. Aber gut. Ja. Blue Story. Was geben wir da so punktemäßig? Ich habe ihm 6 von 10 gegeben. Also mache ich weiter. Ich habe 6,5. Ich gebe 7. Ja. Liegt man ja so im Midrange da. Irgendwo bei dem Film. Für die Sneak war es okay, weil er ging 1,5 Stunden. War jetzt. Das sollte man lobend erwähnen, ja, er ging jetzt nicht so episch lang. Er kam mir aber länger vor, muss ich echt sagen. Ja. Also irgendwie hat er sich mal gezogen, wo ich dachte, oh, das ist wieder so ein 2-Stunden-Ding. Und dann gucke ich auf die Uhr, war es schon zu zeitig. Naja. Wie lautet denn der Sneak-Tipp für die nächste Woche? Habe ich hier gar nicht angefangen. Sneak Nummer 1047 steht vor der Türe am 29.06. Und der Tipp, das ist ganz lustig, weil wir haben ja 2 Säle zurzeit und ich habe im oberen Saal, habe ich aus Versehen großer Bruder gesagt, aber der Tipp ist kleiner Bruder. Ja, hat er schon gewitzelt mit Zlatko und Jürgen, ne, oder so. Kleiner Bruder. Ja, ja, du bist mein großer Bruder. Du kennst es sogar. Ah. Ja, natürlich kenne ich das. Zlatko ist hier. Zlatko war die Frage mit, wer ist William Shakespeare? Ja, genau. Katja hatte davon sogar die CD, kann ich mich erinnern. Ja, die hatte ich sogar auch. Okay. Die erste Big Brother Staffel, die war schon irgendwie kultig damals. Und jo. Zlatko, der Weise, hat auch damals gesagt, Aussehen ist das Erste von den Menschen, was du siehst. Ja, der hat mehr so Sachen. Also Jürgen Milski, ja, nicht zu vergessen, der war gestern auch in irgendeiner Chartsendung auf RTL 2, die ich geguckt habe, weil sonst nichts kam. Okay. Aber Kate, sind da irgendwelche Tipps eingegangen, außer meinem? Ganz oder? Genau, einer. Gretel und Hänsel. Ja, weil Hänsel ist hier in dem Film, glaube ich, der kleine Bruder, deswegen bin ich drauf gekommen. Aber, liebe Leute, lasst euch davon nicht abhalten, dass da schon ein Tipp drin steht. Ihr könnt ruhig auch was tippen, wenn ihr da eine Idee habt, was das für ein Film sein kann. Ich meine, zurzeit starten nicht viele neue Filme. Da ist die Übersicht noch relativ gewahrt. Ja, umso toller und schöner ist es doch, dass es die Sneak gibt, ne? Dass die Sneak läuft, ja, dass das funktioniert. Also ich finde es schön. Ansonsten, manche machen ja auch so Kult-Sneaks, wo sie dann irgendwie nochmal Pulp Fiction zeigen oder Matrix oder so. Finde ich auch cool. Ja, klar, aber das gibt es auch. Mhm. Das gibt es ja mit dem hier Römerkastell in Stuttgart, der Kastellsommer, wo es die Klassiker gibt. Wundert mich eigentlich, dass du da nicht in Blade Runner warst, aber. Ja, das ist doch draußen, ne? Ja. Ja, nee. Ja? Das ist mir. Gehe ich da extra hin oder regnet es oder so? Nee. Stadion ist das okay, aber.
Aber da Blade Runner, nee, da gucke ich lieber auf meinem neuen großen Fernseher hier. okay, dann machen wir doch mal weiter in die sonstigen gesehenen Filme. Ups, das war der falsche Jingle. Ein Kino. Ich habe ein. Viel besser wärst du, wenn du bis zum Ende hättest spielen lassen und dann gesagt hast, ups, falscher Jingle. Die Sendung ist noch lang. Ich habe mir Bad Boys for Life mal angeschaut, der ist ja mittlerweile auf Blu-ray erschienen. Und wisst ihr eigentlich, was dieses Jahr, 2020, der erfolgreichste Film im Kino war? Bis jetzt? Bad Boys for Life? Ja, genau. Scheiße, ich hätte es anders aufbauen müssen. Das war zu einfach. Das war jetzt echt eine schwere Frage, verdammt, ey, Alter. Puh. Genau, es gab ja nicht viel, ne? Und führt momentan die Einspiel-Kinocharts an. Und auf Platz 2 ist, habe ich gerade vergessen, Sonic, ist mir wieder eingefallen. Ja, fand ich ganz interessant, war mir in dem Moment gar nicht so bewusst, weil, aber klar, ist ja nichts gestartet. Alle Top-Blockbuster sind ja zurückgestellt. Und diesen Bad Boys for Life habe ich mir jetzt mal angeschaut. Wer kennt's nicht? Hier Bad Boys 1 und 2. Hier Martin Lawrence und Will Smith zusammen, die Bad Boys. Aber zum ersten Mal nicht unter der Regie von dem anderen, sondern von Adil El Arbi und Bilal Fallah. und natürlich wieder in Miami. Und natürlich ist auch quasi die Zeit, die in echt vergangen ist, seit dem Remake, nee, nicht Remake, seit dem zweiten Teil, seit dem Sequel, ist auch in echt vergangen, das heißt, beide sind schon etwas älter geworden und leben halt immer noch so in Miami und sind als Polizisten tätig. Martin Lawrence, der hat mittlerweile mit Family ziemlich viel am Hut, also seine Frau ist mittlerweile auch Opa-Pa, wie er es so schön nennt, also die haben einen kleinen Nachwuchs bekommen da, und zwar der Typ, der im, ich glaube, zweiten Teil oder war es der erste Teil, wisst ihr noch, wo die zwei an der Tür den Verehrer von der Tochter empfangen, so mit der Knarre in der Hand, so? Ja, genau, also von dem Typ, das fand ich sehr lustig, der ist auch wieder mit dabei. und da spielen sie auch mal drauf an. Und dann gibt es am Anfang eine Ausbruchsszene aus einem Hochsicherheitsgefängnis, wo eine Frau auf übelste Art und Weise sich den Weg freischlachtet und ausbricht, und wir stellen dann fest, oh, sie ist die Frau von so einem übelsten mexikanischen Drogenbaron, der mittlerweile nicht mehr unter uns weilt. Und die hat einen Sohn, der hat ihr geholfen bei dem Ausbruch. Und sie reißt jetzt da die Macht wieder an sich in diesem mexikanischen Drogenkartell. Das heißt, eigentlich reißt sie es nicht an sich, sondern die haben mehr oder weniger auf sie gewartet. Also die wissen, dass das eine kompromisslose Frau ist. Ja, genau. Und sie gibt aber dann als einen der ersten Aufträge, den sie auslöst, ihrem Sohn den Auftrag, hier, du bringst mal bitte die alle um die Ecke, die irgendwas damit zu tun haben mit dem Tod deines Vaters, mit dem Drogenbaron-Tod. Ne? Und da gehört natürlich, da gehören einige Staatsanwälte dazu, Gerichtsmediziner, alle möglichen in Miami und natürlich auch Will Smith. Und als dann diese Todesserie, Mordserie da startet und wo dann irgendwie Zusammenhänge erkannt werden, dann werden doch manche Leute aufmerksam, so, oh, da ist irgendwas am Laufen, und man holt Will Smith, der ja immer wieder mal in Ungnade gefallen ist durch seine unbedachten Aktionen, man holt ihn doch als Berater hinzu, und es gibt so eine neue Truppe, die heißt irgendwie AMO, also irgendwie Advanced Operations, hab gerade das M vergessen. Jedenfalls sind es welche so Techies, die dann so mit modernen Mitteln das aufspüren, aber die können auch ein bisschen kämpfen und so. Und die sind ganz witzig, das ist quasi so dieses Backoffice. Und da ist natürlich dieses typische so, alt und jung müssen zusammenarbeiten, ja, dumme Witze von Jungen über alte Witze von Alten über Junge und so weiter. Und dann geht auch schon das Gemetzel wieder weiter, und Will Smith verfolgt halt seine Spuren auf die altherkömmliche Art und Weise, und das andere Team macht es halt auf die moderne Tech-Art und Weise, und die müssen natürlich dann irgendwann zusammenarbeiten, und ja, ich will mal nicht zu viel verraten, es fliegen natürlich wieder ganz, ganz schön die Fetzen, es gibt auch ein bisschen was zum Lachen oder zum Schmunzeln vielleicht auch. Es gibt sehr viel Miami zu sehen, was ja irgendwie in den vorherigen Teilen manchmal eher nur so Kulisse war, ist hier doch schon ein bisschen mehr als nur das, also es wird, und Chris war ja auch schon mal vor Ort,
wenn man sich ja ein bisschen auskennt, weiß man auch, dass das kein Bullshit ist, weil manchmal in Filmen springen die ja irgendwie von also die rennen weg aus einem Gebäude und gehen in ein anderes rein, wo du weißt, oh, das ist so ein ganz anderer Stadtteil und so. aber hier macht es irgendwie alles Sinn. Also die sind da so an bestimmten Ecken, wo du sagst, ja, okay, das passt, das ist da in der Nähe und so. Und hat mir eigentlich soweit ganz gut Spaß gemacht, der Film. Hatte für mich allerdings so ein paar Stimmungsabsacker drin. Und zwar gab es da so eine Szene, wo Will Smith einen Informanten foltert. Also richtig so ziemlich heftig, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich nicht so der Will Smith, den ich jetzt kenne. Also wirklich solche harten Mittel anzuwenden. Und da gab es noch ein paar andere Szenen, wo ich dachte, irgendwie killt das gerade so ein bisschen diese locker flockige Miami-Stimmung, die das eigentlich für mich immer so hatte. Und dann gibt's noch ein paar andere Downer, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich jetzt nicht so das, ne? Aber dann gab es wieder Szenen, wo ich dachte, oh, richtig coole Action-Szenen, cool choreografiert, schön eine gute Auswahl von Locations, gut gespielt. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist, am Schluss bauen die so einen Cliffhanger auf, dass da irgendwie noch was kommt. also da weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwas geplant ist, dass da irgendwie noch ein weiterer Teil kommt. Ich hätte mir eher gewünscht, dass so eine Art Staffelstab stattfindet, so eine Übergabe an irgendwie ein jüngeres Team oder so. Aber da sitzen nochmal die alten Haudegen da auf dem Plan treten. Naja, also Martin Lawrence und Will Smith sind einfach die Bad Boys. Ja, aber ich meine, die können doch Bad Boys sein, aber müssen ja nicht nun quasi die Hauptrolle jetzt in einem weiteren Teil haben. Man kann das ja auch geschickt machen, dass sie dann irgendwie die Abteilungsleiter werden oder sowas und immer noch da irgendwie, weil, was weiß ich, wie bei Brooklyn Nine-Nine oder sowas, so abteilungsleitermäßig so übelste Dinge abziehen oder so. Ging ja auch, weißt du? Ja, also den Cliffhanger fand ich ein bisschen so, na, hätte es nicht gebraucht. Ich hätte lieber die Geschichte so enden lassen, wie sie endet und nicht also in dieser Post-Credits-Szene da noch dieses andere Ding reingebracht. Ich war gerade so, oh, das war jetzt ein cooler Film. Und dann kam so diese Szene, dachte ich, ach nee, ja, wirklich jetzt? Okay. Also das hat es für mich nochmal ein bisschen runtergezogen, da diese krampfartige Szene. Ja, also von mir 6 von 10. Durchaus eine Empfehlung für wer Actionfilme mag, wer die Bad Boys-Reihe mag, sowieso gucken, also Reihe, ja, zwei Filme. Dann auf jeden Fall auch mal gucken. Und Blu-ray sieht echt geil aus. Ich möchte den auf jeden Fall sehen. Ich bin ja großer Will Smith-Fan. Schon irgendwie immer. Ich mag den total. Ja, der hat auch hier, der hat ja mitproduziert in dem Film, hat natürlich sich selber auch ein paar coole Szenen geschrieben und reingebaut und so, ja. Okay, das war der eine. Der andere, den ich geguckt habe, war ein Film, von dem hatte ich vor längerer Zeit mal einen Trailer gesehen gehabt und den fand ich jetzt nicht so schlecht, den Trailer. Ein Film mit Nora Tschirner und Alexander Fehling, den wir auch schon in diversen deutschen Filmen gesehen hatten. Und Nora Tschirner natürlich auch. Der Film heißt Gut gegen Nordwind und für alle, die so mit romantischen Sachen jetzt nichts am Hut haben, ihr müsst mal zur nächsten Kapitelmarke skippen. Okay, bis später. In Gut gegen Nordwind, das basiert auf einem sehr bekannten Buch, was ich nicht kenne, und handelt davon, dass Alexander Fehling ist in einer, ja, so eine seltsame Beziehung mit so einer Frau, die irgendwie immer mal irgendwie anderen schöne Augen macht und irgendwie da so halb weg ist und dann doch wiederkommt. Und dann lernst du da mal irgendwie so einen Piloten kennen aus Madrid oder sowas und überlegt auch wieder, ob sie Schluss macht und so. Also in so einer komischen On-Off-Beziehung ist er mit dieser Frau, in die er aber sehr, sehr verliebt ist. Und er plant dann mal, um da irgendwie mal Klarheit zu schaffen für sich selbst auch und weil er denkt, okay, vielleicht will sie einfach nur die Sicherheit haben, will er ihren Heiratsantrag machen in Paris und ist dann, ja, sie kommt dann halt nicht mit nach Paris und stattdessen, also sie cancelt das alles und er ist gar nicht losgeflogen, er wartet zu Hause und schreibt ihr eine E-Mail und wartet auf Antwort. Und in dem Moment kommt aber eine andere E-Mail an, wo er dachte, das wäre jetzt die Antwort irgendwie, weil er hat seiner Freundin da eine Frage gestellt und da kommt eine andere E-Mail, da steht drin, ich möchte bitte endlich mein Zeitungsabo kündigen, hier klappt irgendwas nicht und unterschrieben, alles ganz ordentlich. Also eine fehlgeleitete E-Mail und er ignoriert die erstmal und später, als dann aber das mit seiner anderen Freundin nichts mehr wird, irgendwann, nachdem nochmal eine E-Mail kommt aus dieser unbekannten Quelle, so hey, hat das jetzt geklappt mit der Stornierung, euer Magazin ist echt schlecht geworden und so.
antwortet er dann mal so da drauf irgendwie ganz schnippig und dann entspinnt sich daraus ein E-Mail-Verkehr, der dann auch schon ja, zwischen diesen zwei Fremden dann doch sehr in die Tiefe geht und wo die beiden sich durchaus näher kommen und Nora Tschirner ist halt am anderen Ende dieses E-Mail-Briefkastens und sie tauschen dann lange, lange E-Mails aus und bis sie sich dann auch irgendwann vielleicht mal treffen oder auch nicht oder wie auch immer, ich will mal nichts verraten. Was ich hier sehr schön fand, dass es nicht so diese typische Liebesgeschichte ist, sondern da sind einige Dinger drin, wo du denkst, boah, das hättest du jetzt in einem amerikanischen Film nie gesehen, ja. Oder irgendwelche Wendungen der Geschichte, die da drin sind, wo du denkst, boah, damit hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet, so, wie wollen die jetzt damit weiter vorgehen? Ich fand es sehr gut gespielt auch von den Zweien und auch sind wunderschöne Szenen drin, wenn dann zum Beispiel, wenn die mal so am Meer spazieren und so, also herrlich gedrehte Szenen und wo die sich dann auch mal gegenseitig, kam glaube ich im Trailer schon die Szene, wo er dann er startet dann mal so ein Feuerwerk in der Ferne und so. Und da sind echt schöne Szenen drin. Also ich fand den, kann man durchaus gucken. Also das ist jetzt nicht so der Riesenschmalz wie jetzt manche andere Filme. Der hat wirklich noch ein Bein in der Realität, wo man sagt, okay, ja, das ist jetzt, also es ist auch nicht alles perfekt in diesem Ding, wo sich da irgendwie zwei finden und treffen und oh, große Liebe und dann gibt es nochmal ein großes Ding und dann kommen sie doch wieder zusammen. So dieses typisch amerikanische ist das nicht. Deswegen von mir 7,5 von 10, hat mir Spaß gemacht, der Film, hätte ich nicht gedacht. Gibt es gerade auf Sky zum Gucken und wahrscheinlich auch mittlerweile dann irgendwie oder demnächst auch in diversen Streaming-Portalen, aber wer jetzt Sky hat, kann das mal gucken und dann gibt es ihn ja meistens auf Blu-ray auch schon. Okay, oh, also ja, einen Schluck trinken. Klingt ein bisschen arg kitschig. Ja, muss jetzt erstmal hier Tränenflüssigkeit nachsteuern. Nee, so kitschig ist er gar nicht. Ich dachte auch erst, das ist so, ach, alles so. Aber ja, da passiert halt noch einiges und das ist halt sehr, ich fand es sehr nah an der Realität. Ja, das ist jetzt nicht alles nur rosa-rot und die zwei lernen sich kennen, sondern da sind halt einige Sachen noch drin und ich möchte es jetzt nicht verraten, weil das baut sich so nach und nach auf und da sind einige Hürden dann auch drin und vielleicht treffen die sich ja auch nie oder so. Man weiß es nicht, ja. Oder vielleicht passiert ja auch irgendwas oder vielleicht ist ja auch was ganz anderes und ja, ich will mal nichts verraten. Na, erkennen die sich schon. Ich will mal nichts verraten. Deswegen gut gegen Nordwind von mir. Eine kleine Empfehlung durchaus mal. Kann man durchaus mal im Pärchenabend mal gucken. Und ja. So, dann können wir direkt mal gucken, was auch so Neues startet. Kinocharts und Neustarts. Denn es laufen ja tatsächlich wieder Filme an. Und zwar am 2. Juli läuft zum Beispiel an Suicide Tourist. Den kennt der Chris. Ja. Den hast du noch nicht gesehen. Fandst du nicht gut, ne? War okay. Also machen wir schnell weiter. Meine Freundin Conny, Das Geheimnis um Carter Mao. Ein Kinderfilm. Geht auch nach 1 Stunde 16. Ja, ein Zeichentrick-Kinderfilm. Dann, jetzt kommt's. Take Over, voll vertauscht. Wisst ihr, wer da die Hauptrollen spielt? Welches bekannte Zwillingspärchen? Ah, ich hab das irgendwo mal gelesen. Die Lochis. Heiko die und Roman Lochmann. Die treffen in einem Freizeitpark aufeinander. Und dann beschließen sie, ihre Rollen zu tauschen, weil der eine ist nämlich reich und der andere nicht. Ja. So. Ach, das kennt gab's doch nicht schon alles schon. Ja. Aber hey, was sollst du mit Zwillingen, was für eine Geschichte bietet sich da an, hä? Naja, es läuft auch noch an, oh oder eine Neuaufführung ist das die Känguru-Chroniken, weil da ist irgendwie eine Szene neu drin oder so. Also besser wird der Film dadurch nicht, aber der war nicht gut, der Film. Ah, der war schon okay. Nicht gut. Dann läuft auch noch an Undine. Undine, sagt euch gar nichts. Irgendwie so, was? Ist das nicht die Idee? Hat das nicht irgendwas mit der Meerjungfrau zu tun oder sowas? Ich sag mir gar nichts. Ein Fluch besagt, dass Undine den Mann, der sie verrät, tötet und danach ins Wasser zurückkehren soll, aus dem sie einst gerufen wurde. Doch anders als die Sagenfigur wehrt sich die moderne Undine gegen das auferlegte Schicksal. Sie will niemanden umbringen und auch nicht einfach gehen. Bam. Und so weiter. Das sagt mir gar nichts. Ich glaube, da hatte ich mal den Trailer irgendwo gesehen. Das sah gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Die schönsten Jahre eines Lebens startet noch ein französischer Film mit Jean-Louis Trintignant. Und
Genau, der irgendwie auf sein Leben zurückblickt. Siberia mit William Dafoe läuft an. Von Abel Ferrara, der damals in den 80ern ziemlich mit Bad Lieutenant und so, Harvey Keitel und so. William Dafoe. Ja, soll gar nicht mal so schlecht sein, der Film, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine... Das ist, glaube ich, eine Doku. Was ist das hier? Sunburned von Carolina Helsgard. Ah, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt Franz ist ein bisschen aus hier nach hinten zu. Die Tochter des Spions, was ist das? Oh, nee, auch irgendwas anderes. Na gut, also dann waren das die Kino-Neustarts. Und was ist denn wohl in unserem Lieblingskino in den Charts? Auf Platz 5, Narziss und Goldmund. Platz 4, The Greatest Showman. Platz 3, Der Fall Richard Jewell. Und Platz 1, nee, warte mal, jetzt habe ich, hä, sind hier nur 4? Achso, 2? Ach, hier sind nur 4. Ist keine Top 5. Steht oben drüber Top 5. also da war das schon, da ist die 2, Richard Jewell, und die 1 ist ganz Akimbo. Ist ja wahrscheinlich so da. Die einzigen 2 neuen Filme, die anlaufen. Okay. Und auf Blu-ray gibt es 2 neue Filme ab 29. Juni, ab morgen. Den einen habe ich in der Sneak gesehen, der heißt Intrige, den kann ich echt empfehlen. Der war nicht schlecht, der Roman Polanski-Film über die wahre Geschichte, wie einer, der die Wahrheit aufdeckt in Paris des Jahres 1895, wie der dann wirklich diskreditiert wird und erstmal auf verurteilt wird und so weiter. Und dann noch Ein verborgenes Leben startet über irgendeinen österreichischen Bauern, der sich weigert, für die Wehrmacht tätig zu sein. So. Geht wieder los, Chris. Kann man die Tabs immer wieder offen halten, ne? Ja, okay. Dann können wir es wieder zusammen machen das nächste gut, Mal. Gut, dann. Dass du mir das im Vorfeld gesagt hast. Ja. War ich total gut vorbereitet. Nee, deswegen, ich dachte, ist mir vorhin gerade eingefallen. Warum machen wir eigentlich immer 2 Stunden Vorgespräch? Ach, wenn man die 2 Minuten, in denen wir versuchen, die Technik halbwegs in den Griff zu bekommen. Hey, das war heute einwandfrei. Ja, meine ich ja. Das meine ich ja. Sonst haben wir, glaube ich, hier nichts mehr. Da kommen wir jetzt zur Rätselecke. Oh, das war wieder falsch. Oh, sowas. Rätselecke. Der Erik hat einen nervösen Abzug. So. Heute ist die Kate dran. So. Bin ich auch sehr gespannt. Ja. Und ich bin ja großer Fan von Namen vorlesen und ihr müsst raten, welcher Film es ist. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt Harry Potter, ey. Ich bin großer Fan von Harry Potter. Kommt ein Rätsel zu Harry Potter. Oh. Na, da hätte ich nicht nur eins. Ich habe schließlich das Trivial Pursuit von Harry Potter. Oh Gott, ich will dich mal nicht in Ideen bringen hier. So, also, ich habe mich diesmal für einen, meiner Meinung nach, Filmklassiker entschieden. Casablanca, next. Und er spielt vor, also er erscheint, ich weiß nicht, wann er spielt, aber er ist vor den 2000er Jahren erschienen. Also 1900, schieß mich tot, ne? So. Und ich fange an mit den kleineren Rollen und gehe dann strategisch nach oben, nach Appearance, ja? Und witzigerweise ist die erste kleinere Rolle, die ich benenne, Jared Leto. Dann geht's weiter mit Tom Gossam Jr. Darf ich mal eine Frage stellen? Lou Betty Jr., ja. Hat der Film einen Oscar gewonnen? Ich bin mir fast sicher, ja. Okay. Ja, also 100% sicher weiß ich es nicht, aber ich glaube, ich bin mir fast sicher. Robbie Robinson. Joel. Wie spricht man das Robbie jetzt aus? Robinson. Visionär? Ist doch eine Frau, oder? Ist das dann Mrs. Robinson? Egal. Nein, das ist ein Mann. Ach so. Holt McKelly, David Lee Smith, Rob Lanza, Charlie Dell. Kommen irgendwann mal noch bekannte Namen, außer Jared Leto. Ezra Bussington, Tim Desarn, Rachel Singer. Du liest aber schon Schauspieler vor, oder sind das jetzt die Beleuchter oder so? Nein, das sind Schauspieler. Okay. Sidney Colston. Das ist übrigens ein Mann, Sidney Colston. Das hilft Helena mir, warte. Helena Bonham Carter. Oh, warte mal, Helena Bonham Carter. Das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt. Jetzt musst du mal, Moment, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Jared Leto.
Jetzt bin ich auch im Überlegen, hey. Aber Jared Leto war bestimmt nur so eine Popel-Mini-Rolle. Ja, mir habt Sicherheit, wenn der irgendwie als letzter genannt wird. Nee, machen wir noch. Mach mal eins weiter. Das sind wir ja, glaube ich, langsam im bekannten Bereich. Ich weiß nicht, wie man den Vornamen richtig ausspricht. Er hat mir den Scherenhänden. Eugenie Bondurant. Bondurant ist seine Frau. David Andrews. Richmond Arquette. Echt jetzt? Nicht mal jetzt bei Richmond Arquette? Okay. Ich hab Meatloaf. Aber wer? Meatloaf. 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 Jetzt kommen gleich die zwei Hauptdarsteller. Also jetzt solltest du es mal langsam rausfinden. Fight Club. Ja, endlich. Ja, zwei Hauptdarsteller. Oh. Fight Club. Ah, jetzt. Wegen Meatloaf. Brad Pitt und Edward Norton. Das ist, glaube ich, der einzige Film mit Meatloaf, den ich kenne. Der Mann mit den Titten aus Fight Club. Ja, cool. Der Rocky Horror Picture Show. So was weiß ich. Den hatten da Jared Leto gespielt. Ja, bestimmt einer, der aufs Maul gekriegt hat. Warte mal, Jared Leto hat die Rolle gespielt. Passenger in the Background. Angel Face. Ach, da das. Also er hat seinen Namen. Das war das, genau, er hat das Gesicht eines Engels. Ich möchte, dass du es zerstörst oder sowas, ne? Genau, die Szene. Ja. Ah, okay. Ja, cool. Fight Club. Die erste Regel vom Fight Club. Also, der Film ist. Der war 99, der so. Ja, sag ich doch. Ey, denkst du erstmal, boah, jetzt kommt hier ein Schwarz-Weiß-Schinken oder sowas, ne? ich dachte, ich mach's euch nicht ganz so schlecht, ja? Wo übrigens bei Fight Club. Aber ich hätte gedacht, ihr kommt früher drauf. Das Buch auch sehr, sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr, sehr gut. Auch, was ich. Sehr, mich, sehr, sehr gut. Was ich mich auch sowieso gefragt habe. Chuck Palahniuk, der hat ja noch mehr Bücher geschrieben. Ich habe die anderen auch von ihm. Da gibt es eins, das heißt Flug 2039. Ich frage mich echt, warum das noch nicht verfilmt worden ist. Weil das kam eigentlich direkt nach Fight Club. Ich lese mal kurz, ich habe es gerade in der Hand hier. In 39.000 Fuß Flughöhe diktiert Tender Branson seine Lebensgeschichte der Blackbox eines Flugzeugs. Bis zu diesem Moment schien Branson ein normales Leben zu führen. Tagsüber arbeitete er als Hausdiener. Nachts übte er sich in telefonischer Seelsorge. Doch Branson hat ein ganz besonderes Schicksal. Er ist der letzte Überlebende einer streng gläubigen, kultischen Gemeinde, deren Anhänger alle auf merkwürdige Art gestorben sind. Und auch Bransons Stunden sind gezählt, denn über den australischen Outbacks wird das Kerosin des Fluges 2039 verbraucht sein. Ja. Ich weiß nur, da geht es halt auch um eine Flugzeugentführung. Ich hatte das Buch. Und über Australien. Ich hatte mir das Buch gekauft gehabt, weil das kam gerade neu raus, damals, bevor ich mal nach Amerika geflogen bin. Das war nach 9-11. Das war natürlich. Und die kannten das Buch schon, also es war die deutsche Übersetzung. Ja. Da hatte das in Amerika schon so ein kleines Ding ausgelöst gehabt, weil dann auch einer so ein Flugzeug entführt und da quasi so seine letzte Möglichkeit sieht. Und ja, aber ein sehr geniales Buch. Also da wird so. Reflektiert er über sein Leben, was er alles so gemacht hat, und er hat einigen Scheiß gemacht. Dass das noch nicht verfilmt wurde, ey, das wundert mich echt. Das würde ich so gern sehen im Kino. Am liebsten auch von David Fincher. Ich glaube, der kriegt das gut hin. Ja, dann vielen Dank fürs Rätsel, Kate. Sehr gerne. Dann bin ich erst nächste Woche dran. Ja, muss ich mir mal. Ja. Da weiß ich schon, wer gewinnen wird. Ha. Ja, ich auch. Mario, komme. Gut, du willst jetzt nicht drauf ja, doch, ein. Doch, ich habe dir extra mal eine Brücke gebaut. Ja, Entschuldigung, ich stehe auf dem Schlauch. Weil der Chris wird es nächste Woche gewinnen. Weil ich bin jetzt ein paar Wochen raus. Schiebung. Ja, ich muss aus gesundheitlichen Gründen auf unbestimmte Zeit aussteigen. Aber ich gucke natürlich, dass ich ganz, ganz, ganz schnell wieder dabei bin. Genau, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Und wenn ihr der Kate... ja, wärmende Worte schreiben wollt, nutzt dann die üblichen Kontaktmöglichkeiten, Twitter oder schreibt einen Kommentar oder sowas. Das kann sie ja dann lesen oder wir lesen das vor. Verfolgen. Kann ja unsere Sendung hören. Ja. Auf jeden Fall. Kann sie gucken, was wir hier so veranstalten, hier für frauenfeindliche Witze, wenn sie nicht da ist und so. Oh, was unbedingt. Nie? Sag mal, was? Ja? Du ja gern, aber machen die Tür überhaupt so. Ey. Oh, jetzt fängst du aber an, bei Alliteration am Arsch zu klauen hier. Das hatte ich schon viel eher. Warum liegt hier Stroh rum? Das wollen wir mal sagen hier. Jetzt haben wir ja fast alle durch hier. Bang, boom, bang habe ich auch noch.
90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Ach du Scheiße. Ja, das ist heute Mario Gomez letztes Spiel, ne? 90 Minuten Hardcore. Mario Gomez. Endlich, ne? Endlich konnte er spielen. Boah, das ist doch alles irgendwie total weird irgendwie, ja? So, jetzt ohne Leute. Aber ich glaube, ich hatte gestern mit einem Arbeitskollegen ein bisschen hin und her geschrieben, der Werder-Fan ist. Der ist ja auch durch Tal der Tränen gegangen und gestern da ganz schön gelitten. Für die muss es ja, stell dir mal vor, der HSV kommt jetzt wirklich in die Relegation. Wie abgefahren muss das für HSV oder Werder-Fans sein, da nicht hingehen zu dürfen können? Weil wie würde das sonst abgehen dort? Also das ist ja echt lachen. Ich habe gestern auch mit einem Werder-Fan geschrieben. Und habe da noch ein paar unnette Sachen gesagt, die ich lieber nicht wiederhole, weil es könnte mich, sonst gibt es, glaube ich, Ärger. Aber bei mir, es ging in diese Richtung auch, von wegen, ja, ich hoffe, dass Bremen in der Relegation tatsächlich, wenn es dann wirklich so ist, gegen den HSV ran muss. Also eigentlich wünsche ich mir eigentlich die Relegation, für Bremen wünsche ich mir den HSV, sagen wir es mal so. Weil Heidenheim wird 180 oder 200 Minuten mit der Renn um deine Leben-Taste spielen. Die werden wirklich alles reinhauen. Und der HSV ist einfach der HSV. Und das, sollte es dann soweit kommen, dass Bremen gegen den HSV ran muss, dann glaube ich nicht, dass der HSV sich die nächsten 2-3 Jahre davon erholen wird, dass sie dann gegen Bremen ausgerechnet auch noch nicht hochkommen. Und dann habe ich noch ein paar andere unnette Worte gesagt, die ich nicht wiederholen möchte. Soll ich dir was sagen? Ich habe meinem Kumpel genau dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, ich kenne jetzt die zweite Liga leider, also Heidenheim, das ist schon eine gefestigte Truppe und die sind dann so quasi wie letztes Jahr Union, die könnten es dem Erstligisten echt, echt schwer machen und die haben gute Leute und die, das ist für die einmalige Chance, das zu machen und das, die haben so viel zu gewinnen und nichts zu verlieren, ja, wenn du so ein Ding da bekommst, aber der HSV, die haben doch jetzt schon das Flattern. Die haben da jetzt schon Flitzekacke, da, egal was da kommt, also selbst wenn die es jetzt schaffen irgendwie, die kriegen doch nie das gewuppt, wenn da wirklich ausgerechnet der Erzfeind da noch kommt, ne? Also deswegen. Das, wie gesagt, ist auch mein Punkt, wo ich sage, okay. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt haben wir hier die HSV-Fans verloren hier von unseren Hörern. Ich werde dir, sobald wir die Aufnahme beendet haben, werde ich dir sagen, was ich gesagt habe. HSV-Fans, ihr könnt uns gern vom Gegenteil überzeugen auf dem Platz. Dann, genau. Kate, du wolltest noch irgendwas sagen? Ich würde gerne wissen, wann ist denn das Relegationsspiel? Ah, ist schon terminiert, ist das nächste Woche, ich, nächste dann Woche schon? Ja. Sind wir ein scheiß Fußball-Podcast? Ja. Nee, ihr seid mit die gut best informierteste Männertruppe, die ich kenne. Danke. Das ist ja, wir sind ja die Einäugigen unter den Blinden hier. Also, aber was ich sagen muss, ne, also wenn wir hier einmal beim Sport sind, was auch nicht unerwähnt bleiben darf, dass hier die Truppe, die bei mir vielleicht 10 Minuten entfernt sind, die MHP-Riesen, jetzt die einmalige Chance haben, deutscher Meister zu werden. Heute um 15 Uhr beginnt das Spiel gegen Alba Berlin. Und das wäre der Riesenhammer. Und das klappt. Coole Sache. Ja. 2. und 6. Juli. Naja, ist ja diese Woche. Ja. Genau. 2. und 6. Juli. Na super, kriege ich wieder nichts mit von. Okay, dann gehen wir doch mal in die Musiktipps rein. Ach, das tut mir so leid. So, dann fang mal an. Das ist so unfassbar. Ich habe mich tatsächlich aufgrund meiner Krankheitssituation für einen Song entschieden, denn es gibt einen Song von Fall Out Boy. In diesem Text heißt es: If you can live through this, you can do anything. Und deswegen ist mein Song für diese Woche Fall Out Boy Champion. Ja. Chris? Ich habe passend zum heutigen Sneakfilm Blue Story von Rapman The Real Blue Story genommen. Ich habe zuerst gedacht, oh, The Real Slim Shady. Nee, ist The Real Blue Story. Bisschen anders, aber es finde ich, kann man anhören da dazu. Passt mal ganz gut rein. Okay, ich habe auch was tatsächlich etwas leicht passendes, also auch so ein Sprechgesang. Mal sehen, ob du es errätst, Chris. Du kannst ja dann an einer bestimmten Stelle fortsetzen. Deeper still, that night, I write by candlelight, I find inside fundamental movement. Oh, oh.
It's black. Ja, Insomnia. Ja, okay. Ja. I can't get no sleep. Genau, und den habe ich nämlich gestern gehört beim Laufen. So, und ich mache aber den Originalmix rein, der geht fast 10 Minuten. Der ist einfach geil. Alter. Der ist aber echt gut, der Originalmix. Da geht auch der Rap-Part viel länger und da kommen noch andere Teilen und so. Ja, und der ist ja auch aus England. Jo, das war... Wie ich es aber gleich wusste. Ja, wie ich es gleich wusste. Ja, genau. Ist ja auch sehr markant. Das kann ja auch fast jeder irgendwie... Ich finde es auch schön, wie du es mit deiner Stimme gleich so gesagt hast. Ja, genau. Da geht die Stimme. Das war, ja, ich versuchte. Stimme. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. It gets no sleep. I can't get no sleep. So, dann sind wir ja soweit durch für heute. Dann gucken wir jetzt mal ein bisschen Fußball und hoffentlich freuen wir uns. Wir machen noch was zu essen. Ich sehe ja schon Hitze auf dem Screen hier. Würde ich gerne mal hören, was der sagt. liebe Hörer, lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche dann. Und ihr beiden auch. Und Kate, Daumen hoch. Ne? Klar. Kopf hoch. Na, wird schon. Alles wird. Alles bis gut. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Wiederhören. Auf Ciao. Wiederhören. Genau. Can you hear me now? Bis bald im Kinocast.